Also wir warten jetzt seit Jahren drauf, dass das dass die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit endlich umgesetzt wird. Diese Richtlinie hat einen relativ kleinen Rahmen, zielt auf Digitalisierung, ja auf Dienstleistungen. Aber schon solche Sachen sind nicht mit berücksichtigt, ne? Dass man, wenn man einen Bankautomaten benutzen möchte, im Rolli keine Stufen überwinden kann. Und was die Bundesregierung jetzt vorschlägt, ist wirklich nur Dienst nach Vorschrift zu machen, anstatt darüber hinauszugehen und zu sagen, wir verpflichten jetzt die Privaten, damit wir ein Stück in Richtung wirkliche Barrierefreiheit in diesem Land gehen und das Thema auch als Zukunftsthema in einer alternden Gesellschaft verstehen. Und das passiert leider nicht.